die Vorbereitungen laufen. Mit Pferd und Musik präsentiert sich der Kanton Graubünden, nämlich am Marché Concours im Jura. Graubünden und Glarus sind dieses Jahr Gastkantone am nationalen Pferdemarkt. Vom 9. bis 11. August erlebt man im Jura Pferdeschauen, Rennen und Umzüge. Und dieses Jahr ist Graubünden zumindest drin. Das passt gut zu Graubünden. Ich glaube, gerade Graubünden ist ein grosser Kanton mit Tradition zum Ross. Ich wohne ja unter der Woche in Meienfeld, eines der grossen Pferdezentren. Wir haben aber auch drei Pferderennen in Graubünden, St. Moritz, Meienfeld und Arosa. Wenn ich daran denke, man hat als letzter Kanton das Auto zugelassen im Kanton Graubünden. Nicht zuletzt, weil man natürlich die Wirtschaft mit den Ross in den Alpenübergängen wollte sichern. Also früher Zäumer, später Postkutschen, alle mit Ross. Das zeigt eine Bedeutung, die in der Geschichte, aber auch heute, das Ross in Graubünden hat. Und im Kanton Jura mit der grossen Pferdezucht in den Freibergen ist das natürlich ganz ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Und das miteinander zu präsentieren, macht echt den Reiz vom Marché Concours aus und auch von dem Thema, das wir hier wählen. Und das Thema der Gastkantone lautet «Haute Montagne et Franche Montagne – Rendezvous au Sommet». Neben dem Pferd eine weitere Gemeinsamkeit. Die hohen Berge zu Graubünden und die Freiberge im Jura. Darum trifft man sich auf dem Gipfel «Rendezvous au Sommet». Wir haben aber noch das Untermotto «Fort en tradition et ouvert au monde». Und ich glaube, auch das gilt für alle drei Kantone. Wenn ich das für Graubünden anschaue, wir haben natürlich eine grosse Tradition mit drei Sprachen, mit dem ganzen Brauchtum in den Alpen, sind aber auch modern. Indem wir Gäste empfangen, wir sind offen, wir haben ja bewiesen mit dem Tourismus, dass wir natürlich auch diese Aufgabe wahrnehmen können. Und auch das wollen wir eigentlich im Kanton Jura zeigen, wo man Graubünden sicher weniger kennt als zum Beispiel in Zürich oder Basel. Darum ist der Auftritt der Gastkantone auch vielseitig gestaltet. Man will den Zuschauern im Jura für alle Sinn etwas bieten. Für die Augen gibt es viele Vorführungen rund ums Pferd. Der Gaumen wird mit Bündner Wein verwöhnt und für die Unterhaltung der Ohren ist die Polizeimusik Graubünden zuständig. Vom 9. bis 11. August will sich der Kanton Graubünden am Marché Concours, also von seiner besten Seite, zeigen.